Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu meiner Kollektion. Und diesmal haben wir, ich zeige das mal, den Mattel Intellix Intellivision Intelligent Television. Ha, genialer Name für eine Konsole. Ja, der Mattel Intellivision, wahrscheinlich das unbekannteste der Konsolen aus dieser Zeit, war ein Wettbewerber gegen den Atari 2600 und auch gegen den CBS ColecoVision. Der Mattel Intellivision war auch sehr erfolgreich, wurde 1979 in den USA herausgebracht, verkaufte sich 3 Millionen Mal, sogar glaube ich über 3 Millionen Mal, war dem Atari weit technisch überlegen und hatte glaube ich bis zu 125 Module dann auch mal. Den gab es auch mit Tastaturzusatz, den gab es mit Modemzusatz, den gab es mit Sprachzusatz. Es gab dann auch den Intellivision 2, den habe ich aber bis jetzt auf Bildern überhaupt gesehen, den habe ich nie in echt gesehen. Also das, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein bisschen wie ein ColecoVision. Ihr seht das glaube ich auch an der Tastatur, ihr habt so ein schönes, ja, wie soll man, ja, analog, digital, irgendwas, Pad nennen, ich weiß es nicht. Für die Leute, die das wissen wollen, so sieht ungefähr eine Verpackung aus. Das ist Soccer, das ist nicht so unbedingt ein tolles Game, aber man hat immer eine Verpackung gesehen. Was typisch für den Intellivision war, war das, was ich jetzt mal wieder einhändig versuche. Ah, da sind wir wieder bei, ja, jetzt hackt das nämlich, das macht gut, das ist toll. Ne? So, so sollen wir es natürlich nicht machen, wir machen es gleich nochmal. Ja, das ist schön, das ist professionell. So, jetzt geht's nämlich. Im englischen Video ging es umso schneller, falls es Leute interessiert. So, jetzt habt ihr nämlich hier so ein Overlay. Und da seht ihr, ich hoffe, das sieht man auch, Autofire, Single Shot, Hyperspace. Das heißt, dann drückt man da die Tasten und dann passiert da was. Das haben die auch für alle, die das gesehen haben, so sehen auch so diese Controller aus. Also Buttons hat das Ding genug, eigentlich viel zu viel. Das braucht kein Mensch. Ja. Das sind die Overlays. Ich habe nicht so viele Games für das System, deswegen können wir eigentlich das relativ schnell durchgehen. Dann haben wir das in einem Video durch, da wird es also keine zwei Videos von geben. Fangen wir mal mit dem ersten an. Armor Battle. Ja, so ein Artillerie-Duell-Verschnitt, ganz okay. Das Problem, was hier ist, was bei den meisten Games ist, sind die Controls, die sind einfach nicht gut. Das muss man der Konsole lassen, dafür ist das Ding einfach nicht gemacht worden. Ist okay. Ist spielbar, ist nicht unbedingt das coolste Game der Welt, aber ist okay. Da haben wir schon andere Sachen gesehen. Die Steigerung ist natürlich klar, Astro Smash, das ist mit Abstand das beste Game für das System, was ich kenne. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Mischung aus Space Invaders und Asteroids, das heißt, ihr seid unten auch wieder so ein Schiff, das natürlich wieder, ich weiß nicht, die Erde, die Galaxis, was auch immer retten muss, so wie jede Woche. Die Gegner teilen sich dann auch, das heißt also irgendwie, da gibt es auch Asteroiden, die teilen sich und da muss man aufpassen. Und in dem Fall ist es so, wenn die Gegenstände auf dem Boden landen, gibt es keine Zerstörung, sondern die ziehen euch einfach Punkte ab. Und je höher eure Punktzahl, desto eher verändert sich der Hintergrund und es passiert mehr. Tolles Spiel, ist auch sicherlich heute echt noch ein Klassiker. Ist erschreckend, aber der ist wirklich echt gut. Das kann man nicht von Auto Racing sagen. Auto Racing ist schlecht. Kann man nicht empfehlen. Solltet ihr dran vorbeigehen. Ist es wirklich... Das ist... Nee. Nee, es macht auch keinen Spaß. Also das ist ein ganz normales Autorennen und das kann nicht viel. Bowling hingegen ist wieder ganz schön. Das ist ganz nett. Ist wirklich auch die Version. Ist hier sehr spielbar und sehr interessant. Kann ich nur empfehlen. Ist ein Überraschungserfolg. Hätte ich nicht mit gedacht. Ist aber wirklich okay. Was ich dann habe, das finde ich bis jetzt eigentlich noch das Beste. Burger Time werden die meisten kennen. Das legendäre Game von Data East. Klassisches Automaten-Game, echt gut, echt Pflicht. Die Intellivision-Version ist okay, sie ist nicht riesig genial, aber sie ist auf jeden Fall okay für das System. Ein echter Glücksgriff, bin ich auch durch Zufall dran gekommen, aber ist wirklich klasse. Macht seinem Namen alle Ehre. Jetzt kommen wir zu meinem heißgeliebten Zocker. Ja, ich sag's mal so, nö. Also ganz ehrlich, Freunde, wir in Deutschland kennen da bessere Fußballspiele. Nö, geht dran vorbei. Das ist langweilig, das sieht auch langweilig aus. Nee, das müsst ihr euch nicht antun. Sharpshot. Ja, läuft als Kindspiel, glaube ich. Die haben so eine Kids-Serie. Das ist so ein bisschen eine Sammlung von Shoot'em-Up-Games.
Ist okay, denke ich. Habe ich mir auch Schlechteres vorgestellt. Ist aber jetzt auch nicht ein Game, wofür ich meine Niere verschenken würde. Also ist okay, kann man machen. Das reicht dann auch. Snafu. Ihr kennt Snake vom Nokia-Handys aus größeren Zeiten, wo noch Nokia in war. Lang, lang ist's her. Ja, und das ist das. Das ist Snake in gut. Das heißt, ihr habt verschiedene Figuren, die eben auch da so Bahnen ziehen und so. Es ist wirklich spielbar, es ist wirklich gut. Es funktioniert auch mit der Steuerung. Kann ich nur empfehlen. Also das ist ein Game, das solltet ihr euch zulegen, wenn ihr überhaupt irgendwie das System Interesse habt. Was ja schon mal eine Frage ist. Space Armada. Ja, Space Invaders für den Intellivision. Ja, nicht die beste Version, nicht die tollste Version. Das Schöne ist, die Sprites sehen ganz nett aus, das ist wohl wahr. Aber sonst, ich kenne Unmengen von Space Invaders Versionen, die besser sind. Die ist nicht gut. Ich glaube, die wurde auch von damaligen Zeiten nur als ausreichend bewertet. Und damit kann ich leben, mehr ist es auch nicht. So, wie der Nerd immer so schön sagt, 80er Jahre, alles war Space, genau. So ist es hier auch. Space Battle ist auch wieder ein Space Shooter, nicht unbedingt ein guter. Kann man zocken, macht euch auch nicht irgendwas kaputt, aber nee, also ich würde es nicht empfehlen. Space Hawk ist genau das gleiche, ihr seid dann irgendwann mal, glaube ich, so ein Figürchen im Weltraum und da gibt es verschiedene Screens und so. Ist interessant, aber auch hier, nein, das muss man nicht haben. Star Strike. Ein, ja, soll ich sagen, 3D-Space-Shooter? Ja, ich sag's einfach mal. Ihr habt so eine Art 3D-Tunnel, das für natürlich dieses System aus den frühen 80ern natürlich echt sensationell war. Technisch wird das sicherlich absolut das Ding ausgelutscht haben, hoch 5. Ist aber auch nicht unbedingt großartig spielbar. Aber es ist ein 3D-Space-Shooter. Und wer mal sowas sehen will, wie es das damals aussah, hier ist eure Chance. Damals gab es auch schon Collections, das ist Triple Action. Triple Action hat drei Race-Spiele, ich glaube eins mit Doppeldecker, eins mit Auto, eins mit Dragstar, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Alle drei Games sind nicht gut, aber ihr habt immerhin drei Games für den Preis von einem. Also, wer dieses Modul findet, ihr kriegt das Ding, glaube ich, relativ günstig, weil das kein Mensch kennt, dann könnt ihr zugreifen. Utopia! Ja, StarCraft war gestern, nein. Prinzip, das ist das allererste RTS, glaub, werden mich sicherlich wieder Leute korrigieren. Das ist, glaube ich, das erste RTS der Konsolenwelt. Ist okay, ist Echtzeitstrategie, funktioniert auch mit der Steuerung, funktioniert wirklich, ist aber mir ein bisschen zähflüssig und ein bisschen, ja, nicht so unbedingt perfekt inszeniert. Kann man sich aber angucken, wer das System hat, sollte das zugreifen, weil ist schon was Seltenes. Auch was Seltenes, oder wie heißt es immer politisch korrekt, was Besonderes, ist Vectron. Vectron seid ihr ein V, sag ich mal einfach, dafür seht ihr so aus, wahrscheinlich seid ihr dann der Vectron, und müsst dann, ihr könnt euch nicht bewegen und müsst trotzdem schießen und so. Es ist merkwürdig und wirklich einzigartig, aber das ist, glaube ich, das Prinzip dieser Konsole. Die haben auch mal Sachen gemacht, die vollkommen absurd sind. So, das ist der Mattel Intellivision und wer sich vielleicht ein bisschen Eindruck machen will und der nicht unbedingt alle Flohmärkte dieser Welt und alle eBay-Verkäufer besuchen möchte, dem kann ich auch was anraten. Es gibt für die PS2 gibt es Intellivision Lives. Ich habe auch gehört, es gibt irgendwie noch eine PC-Version Intellivision Rocks, wo irgendwie noch ein paar Games drauf sind, die kenne ich aber noch nicht. Da habt ihr genügend Games drauf, um mal das kennenzulernen. Da gibt es auch eine Dokumentation. Das ist, um, ich sag mal, das System kennenzulernen, ganz interessant. Ich habe da ein bisschen was gesehen, was ganz locker ist, weil ich hatte mit diesem System auch nicht so viel zu tun. Ich habe vor einem Monat, glaube ich, auch nur 2-3 Module gehabt. Dann habe ich aber durch zwei, man kennt das ja, ne? Dann kennt man irgendwie den einen Händler, dann kennt man den Sammler. Dann bin ich irgendwie an mehrere Module rangekommen und dann guckt man sich das System ja auch anders an. Und dann kriegt man auch einen anderen Bezug dazu. Und deswegen finde ich das System jetzt nicht mehr ganz so überflüssig und auch passend in der Zeit. Aber ich kann Leute verstehen, die mit dem System nichts anfangen wollen. Der Atari 2600 und der ColecoVision, die sind einfach, ich drück's mal einfach aus, sexier als dieses Holzluder hier. Ich zeige das mal. Da ist wieder die Holzzeit. Die Wooden Age Era, ne? Wie wir sie alle nennen.
Ja, das war's. Mehr haben wir nicht. Gibt noch einen Sub-Hunt, das ist noch mehr Post unterwegs. Das hat es aber jetzt bis zum Video nicht geschafft und ich wollte jetzt auch nicht mehr warten. Deswegen, ne, abonnieren, kommentieren, bewerten, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann werden wir in den nächsten Wochen mehr machen. Ihr könnt ja mal entscheiden, was ihr wie von meiner Kollektion sehen wollt. Und dann gucken wir, ob das machbar ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss, tschüss.